Bausubstanz der Altstadt von Bamberg ist einzigartig und gehört seit 1993 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Etwa 120.000 Einwohner leben in der Stadt, deren Fußgängerzone in der Altstadt mit einer großen Vielfalt an Geschäften und Gastronomiebetrieben bestückt ist. Die fast unübersehbare Zahl an Sehenswürdigkeiten, außergewöhnliche Bauten, Theater, Museen, die Bamberger Philharmoniker und nicht zuletzt die kulinarischen Spezialitäten und die vielfältige Biertradition führt dazu, dass der Tourismus eine große Bedeutung für Bamberg hat. Das beliebteste Fotomotiv der Touristen ist das alte Rathaus, das im 15. Jahrhundert auf Pfählen in den Fluss Regnitz gesetzt wurde. Die Fassade ist mit allegorischen Fresken verziert. Die Brücke durch das Rathaus verbindet die Bischofs- und die Bürgerstadt und ist in den Abendstunden ein sehr beliebter Treffpunkt. Im Jahre 1007 wurde Bamberg von Heinrich II. Zur Bischofsstadt ernannt, was die weitere Bautätigkeit erheblich beeinflusste. Zahlreiche Kirchen, Klöster und ein Dom wurden gebaut. Dieser wurde 1237 im romanischen Baustil fertiggestellt und ist das unumstrittene Wahrzeichen der Stadt. Die dreischiffige Basilika verfügt über zwei Chöre, der Georgstor im Osten und der frühgotische Peterschor im Westen. Das bekannteste Kunstwerk im Dom ist der um 1235 geschaffene Bamberger Reiter, der wohl schon damals an der heutigen Stelle an einer Säule im Dom stand. Er gilt als eines der schönsten Kunstwerke des damaligen Abendlandes. Wen er wirklich darstellt, ist bis heute nicht bekannt. Weitere bedeutende Werke sind der geschnitzte Marienaltar von Veit Stoß im südlichen Querschiff und das von Tillmann Riemenschneider aus Jura-Marmor geschaffene Hochgrab für Heinrich II. Und seine Gemahlin Kunigunde zwischen den Treppen zum Ostchor. Ein weiterer Bau der Bamberger Bischöfe ist die alte Hofhaltung. Das mit sehenswerten Reliefs gesäumte Tor führt in einen reizvollen Innenhof mit spätgotischen Fachwerkhäusern, in denen unter anderem das historische Museum mit Stücken aus der Stadtgeschichte ist. Schräg gegenüber des Doms steht die unübersehbare, winkelförmige, barocke neue Residenz, die in nur wenigen Jahren nach Entwürfen des fürstbischöflichen Baumeisters Dinzenhöfer erbaut wurde. In den zu besichtigenden Innenräumen sind die prachtvollen Wohnräume der Bischöfe im Rahmen von Führungen zu sehen. Hoch über Bamberg thront das Kloster Michelsberg, das sich voraussichtlich bis 2025 einer umfangreichen Sanierung unterzieht. Das 1015 gegründete ehemalige Benediktinerkloster erlebte mehrere Zerstörungen und wurde sogar 1435 von der Bürgerschaft der Stadt geplündert. Von der hinter dem Kloster gelegenen Terrasse und den darunterliegenden Park öffnet sich dem Besucher ein herrlicher Panoramablick auf die gesamte Stadt.
Es gibt noch vieles mehr in Bamberg zu entdecken. Die kulinarischen Spezialitäten und die vielfältige Biertradition sollte man bei einem Besuch in der Stadt ausgiebig genießen.